Joachim Löws Gang nach Canossa. Die erste öffentliche Analyse einer verkorksten WM. Lang, überfällig und medienwirksam inszeniert. Also ich fand es ausgesprochen wohltuend, wie der Bundestrainer selbstkritisch heute, auch emotional fand ich für seine Verhältnisse, mit der Sache umgegangen ist. Das hat mich dann schon gefreut, dass er da auch so ehrlich war. Ja, ich weiß nicht, warum wir alle immer einen großen Umbruch fordern. Ja, ich glaube, dass es auch mal wichtig ist, durch eine Talsohle zu gehen, wenn auch mal der Erfolg nicht da war. Und nicht gleich immer daran rumzumäkeln, wer könnte jetzt das Opfer sein. Inhaltlich fand ich es eher eine kleine Analyse. War mir insgesamt zu wenig, weil einfach nur so global sagen, wir haben alle Fehler gemacht. Klar, das haben wir alle gesehen, das haben wir alle vorher schon gewusst. Das war mir zu wenig. Auch im Ausblick auf die Zukunft, was er verändern will, kam eigentlich relativ wenig. Außer, dass er ein bisschen angedeutet hat, vielleicht ein anderes System mal auszuprobieren. Aber insgesamt inhaltlich war es sehr dünn. Ja, ich glaube, dass wir jetzt nicht anfangen muss, jetzt alles zu verdammen, was früher mal gut war. Die Jungs haben nicht gut gespielt. Das war eine missglückte Weltmeisterschaft. Aber die werden schon die richtigen Schlüsse ziehen. Dafür sind zu viele erfahrene Leute dort am Werk. Viele junge Spieler werden jetzt mit den Hufen stachen und werden ihre Möglichkeiten bekommen. Und ich bin sicher, dass wir dann auch wieder eine ganz andere Nationalmannschaft sehen werden. Die Akte Özil, eines der zentralen Themen bei Löws Podiumsvortrag, zurückgetretener und schwer erreichbarer Nationalspieler, hinterlässt große Vorwürfe. Aber dann muss man halt auch wiederum die Rolle der Berater hinterfragen, die ja bei dieser Abschiedserklärung sicherlich ganz wichtig waren. Denn Mesut hat diese Erklärung mit Sicherheit nicht selbst geschrieben. Er hat sie abgesegnet. Aber der eine oder andere Gedanke, der auch daneben gegangen ist, wie zum Beispiel der Vorwurf des Rassismus, der kommt aus anderen Köpfen. Ich finde es ungehörig, wenn ein Spieler auf die Bitte um Kontaktaufnahme sich so verhält, das finde ich nicht in Ordnung. Nach zweimonatigem Schweigen sprach Joachim Löw. Zumindest was die Länge angeht, war seine Pressekonferenz rekordverdächtig.